erste Frage wäre, für wen seid ihr bei der EM? Ich bin für Italien. Für Deutschland. Italien. Italien. Ich bin natürlich auf jeden Fall immer für die deutsche Mannschaft. Selbstverständlich. Deutschland, ganz klar. Also ich bin bei der EM für Deutschland, weil also mein Land ist ja eigentlich Türkei, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen, hier geboren und deswegen bin ich für Deutschland. Ich hoffe natürlich, dass Deutschland ganz gut abschneidet. Tja, mal sehen. Natürlich bin ich für Deutschland, ist ja klar. Und ich hoffe, dass wir auch ganz gut weit kommen, denn ich finde, die sind eigentlich ganz gut, wenn das vorletzte Jahr auch nicht so ganz doll war. Aber sind ja steigerungsfähig. Und man sagt ja immer, die Deutschen sind eine Turniermannschaft. Wollen wir mal gucken. Wie haben Sie vor zu gucken? Gucken Sie zu Hause mit Freunden, Nachbarn oder gehen Sie zum Public Viewing? Ganz unterschiedlich. Hauptsächlich denke ich mit meiner Familie zu Hause. Ja, oder man lädt sich Bekannte ein. Ja. Also wir gehen zu Bekannten und gucken das. Also wir gucken das zu Hause in unserer Garage mit Bekannten. Ich denke mit meinen ganzen Freunden mal gucken, ob wir zum Public Viewing fahren oder ob wir uns einfach so treffen im Wohnzimmer. Ja, mit Bekannten gucke ich zu Hause, ja. Wir gucken meistens bei uns in der Familie. Mein Sohn ist auch sehr sportinteressiert, ist auch sehr fußballinteressiert. Und da gucken wir meistens zusammen. Ja, wenn es hier im Public Viewing stattfinden sollte, dann bin ich beim Public Viewing dabei. Zu Hause ist es ja langweilig, weil keiner guckt da Fußball zu Hause. Besser mit Freunden alle zusammen feiern. Und sind Sie auch beim Public Viewing bei der EM? Dann wäre unsere letzte Frage jetzt, was ist Ihr persönliches Unwort des Jahres? Das persönliche Unwort des Jahres? Ui. Wulfen zum Beispiel. Das wäre auch ein Unwort. Was man ja ständig hört, ist dieser Fiskalpakt. Und das kann man ja nun bald nicht mehr hören, weil jetzt inzwischen keiner mehr weiß, was es ist, was er soll und ob es dann wirklich mal was bringt. Dass die Welt untergeht 2012. Das ist Schwachsinn. Sagen wir mal Euro-Rettung. Prioritäten setzen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Arbeitslos, aber es gibt ja keinen, der arbeitslos ist. Ne? Vollbeschäftigung.